Ich begrüße seinen Einfolger auf der Riesenbeck heute am Sonntag. Ihr habt schon alle ausgeschlafen. So, kurz nach der letzten Folge, nach dem Ende, war dann auch mein Kollege da mit dem Schiebeschild und mit der Walze. War nur schnell das Feld hier fertig machen. Und das Feld habe ich jetzt in der Zeit fertig gemacht. Wir haben auch schon mal auf jeden Fall alles gedüngt. Der Kollege hier, der Pierre, der kann dann einmal zum Shop fahren. Wird dann da einmal links abholen, ja, den und so, ne? Den Flug. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. So, und da sind wir auch schon fertig. Wunderbar. Mal hier mal einen Burger versteckt. Ich sollte später sehen, tut mir leid. So, da steht auch schon. Dann möchte ich erstmal den Düngersteuer weg. Runter. Hier einmal den Shop ausgesucht. Fehlt es da lang, ey. So, doch bestimmt Spaß auf der Steppenbach. Shop. Wo die Frage natürlich auch ist, ja. Er stellt sich dafür bereit, den Autodrive-Kurs einzufahren. Gibt es ja einmal für die Hopfenfach. Hauptfachmap, wie es ja mal gemacht. Da sind mehrere Tage dran, ne? Ja, siehst du, du kannst auch schon mal. Ich schicke mal auch das schon mal los. Muss ja gar nicht so rumstehen. Ist erst um 6 Uhr, wir haben noch 2 Stunden Zeit hier. Kannst du schon mal ein bisschen fleißig sein. Ui. Da eh zwei Felder mit drei Felder U-Bahn und zwei Felder Flügen. Ich wollte hier nicht die Einfahrt verpassen, genau hier. Und natürlich Autodrive rein. So, der Vorgewinde 3 ist im Uhrzeigersinn. Diesmal machen wir scharf. Machen wir auch 6 Meter, ne? Muss nicht sein, ist sogar schon auf 13. Oh, haben wir noch alles drin. Das ist ja top. Machen wir 6 Meter. So, 6 Meter und dann wird er einmal bei Feld. Nein. Nicht passender Punkt. Alles da. Leg los. Das ist 12 Minuten. Grob gerechnet. So. Jetzt kommen wir. So, ganz kurz. Was ist da? Es läuft wie ein Uhrwerk. So, schnell mal ausgeschaltet. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, so muss der wieder an. Jetzt machen wir alles richtig. Das
So, wir werden dann auch gleich mal hier gucken, dass wir diesmal zum Feld fahren. Weil. Du bist dabei und jetzt gehst du los, ja. Ich weiß ja nicht, wer von euch ja, die Videos regelmäßig verfolgt. Außer von zwei Kollegen, das weiß ich. Los geht raus an der Nähe und weiter. Ich wünsche euch beiden einen schönen, angenehmen Sonntag. Ja, aber jetzt mal so Butter bei der Fische. Ja, für alle, die es jetzt nicht so verfolgen, aber ich habe gestern in der Folge schon die Frage gestellt, was machen wir jetzt auf den Feldern? Meine Idee war Hafer, den Hafer verkaufen und auch das Stroh. So, steht immer noch das Angebot. Was machen wir? Und was wäre ja, am besten eigentlich? Mal hier noch. Wie gesagt, für die Kühe haben wir jetzt erstmal alles zusammen. Ja, wir müssen jetzt nur warten, bis die Silage hier auch noch fertig wird. Weil die fertig ist. Wenn die Futtermischanlage in Betrieb nehmen. Wäre es schön, wenn man sich einen Winter leisten könnte, ja. Aber kann ich leider noch nicht. Oh, jetzt habe ich, oh, jetzt habe ich es eigentlich schon gekriegt. Oh Mann. Ja, genau das, was ich wollte. Noch hier ein Hügel hier. Oh. Nicht das, was ich vermeiden wollte. Das wollte ich gar nicht. So, nochmal rückwärts. Jetzt heißt euch die Schimpf und Rotherbliss. Schlimmer geht's doch gar nicht mehr, oder? Wie gesagt, ich bin kein Freund vom Silofahren. Wenn ich alle Aufgaben geben, mache alles gerne.
Nur kein Sino. Ich bin absolut kein Fan von. Ist nicht meine Welt. Aber gut, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt hier bei dem Projekt so zu starten, wie es ist. Oder wie die Startmaschinen sind. Aber ich bin schon bei 95% hier. Ach, 99. Komm schon. Ich bin die 100. Bitte. Yes, wir haben die 100. Schnell abdecken, alles weg. Auch wenn es nicht schön aussieht. So. Gleich auch weg, damit wir gar nicht mehr Miete bezahlen müssen. Und so, und ich fahre jetzt aber schnell zum Waschplatz. Den Trick mal abbekommen, ja. Obwohl oben ist die gar nicht so durchgeschlossen. Die haben ja wirklich nur die Räder, ja. So. Extrem grüne Schatten. So. Wie oft sage ich eigentlich so in der Folge? Fällt mir gerade schon selbst auf. Ich würde irgendwann ein Trinkspiel draus. Da kann man sich abends in meiner Folge angucken und jedes Mal, wenn Mali sagt so, wird kurzer getrunken. So. So, den stehen wir hier im Hänger drin. Auch schön. Er ist da, wunderbar. Nein, ich lasse es jetzt. Es gehen den Uhrzeiger. Ne, es mit dem Uhrzeiger drin. Mal scharf auf 6 Meter. Wunderbar. Müssen wir mal gucken. Feld 11. Ja, 5 Meter hatten wir dran. Okay. Speichern 6 Meter. Und gleich mal in 11 reinschieben. So, nächsten passenden. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. So, wir mal gucken, wie weit ist der Kollege? Gut, Moment, lass mal, machen wir den Rest hier fertig. Wenn es Ihnen selbst schon auffällt, ja, dass man ein Wort sehr oft benutzt, dann muss es wirklich sehr häufig sein. Das ist das gleiche wie Leute, wie manche Leute, die dann so, aber M, so ist das bei mir mit so.
so sagt, natürlich die Macht. Das müssen wir jetzt eigentlich noch schaffen, bevor die Folge wieder vorbei ist. Das sind da die kleinen Felder, das ist jetzt Felder, kleinen Kanten da hinten noch ein bisschen ausbessern. Wo wir scharf eingestellt haben, hat er dann doch ganz schön kurvig gearbeitet. Obwohl ich vielleicht auch die richtige Ecke gefunden. Kann natürlich auch sein, dass das Feld so ist. Das Crossplay natürlich auch keine Ecke findet. Darf ich nicht vergessen, müsste noch der im Dorf hier ein paar Euro überweisen, weil ich noch Rotschild wieder kaputt gefahren habe. Aber mit der letzten Bahn sind wir denn auch am Ende der Folge. Wenn es euch wieder gefallen ist, lasst einen Daumen da. Über jeden Kommentar freue ich mich. Wenn ihr auch so vielleicht eine Idee habt, was auch die Felder jetzt anbauen. Meine Idee vielleicht gut ist mit dem HFO oder ob ihr noch andere Vorschläge habt. Immer raus damit. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Genießt die Ruhe, bevor der Sturm am Montag wieder losgeht. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, rein ja und abgeklatscht.